muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Grüß euch. Bin gerade angerufen worden. Ich kann jetzt die Heuballen schnell holen. Ich brauche wieder so 4-5 Heuballen, Rundballen pro Jahr, muss ich dazu kaufen. Zwei davon hole ich jetzt. Muss ich bloß schauen, ist natürlich jetzt dumm. Hier habe ich alles. Aber es wird schon halten bis darüber. Das ganze Armaturenbrett ist jetzt hier natürlich locker. Weil ich ja hier den Drehzahlmesser von der Zapfwelle einbauen will gerade. Aber das geht schon. Das Auto will ich jetzt auch nicht nehmen bei dem ganzen Barz. Im Moosgrund, wo wir wohnen, haben wir halt ziemlich viel Barz. So, dann fahren wir mal los. Ihr wisst, wir haben ja 5 Ziegen noch. 5 Ziegen haben wir noch. Und wir haben eine Wiese, die wir mähen, von ungefähr 3500, 4000 Quadratmeter, sowas um den Dreh rum, wo wir halt zweimal im Jahr das Heu machen. Und das klang uns einfach nicht. Deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, einfach das Heu dazu kaufen. Wir würden circa pro Jahr 4 bis 5 Rundballen brauchen und halt dementsprechend theoretisch eine große Wiese, die wir aber hier nicht haben. Wäre natürlich schon schön, wenn ich irgendwann einmal vielleicht was dazu pachten könnte. Aber andererseits ist das jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe ja gleich meinen Nachbarn nebenan, der macht ja auch noch von seiner Wiese Heu. Auch in einer sehr guten Qualität. Ja, und da kaufen wir das ganze Heu halt immer recht günstig. Ja, und mit so 4-5 Rundballen pro Jahr kommen wir dann noch aus. Unser Zelt, also unser, wo ich mein Heulager, ist jetzt ungefähr halb voll noch, oder halb leer. Kann man sehen, wie man will. Also theoretisch bräuchte ich noch keins, aber gerade über den Winter sind halt die Rundballen schon natürlich super zum Verfüttern. Ich stelle es rein, da musst du nicht jeden Tag ein Heuballen oder ein paar Heuballen nachwerfen, aber sie sauen natürlich dann recht viel. Also das meiste Heu, was wir verwenden, das liegt halt dann irgendwie immer daneben von den Rundballen. Das wird von meinen HD-Ballen, von meinen Niederdruckballen wahrscheinlich dann auch passieren, dass das ganze Heu rumliegt. Aber wie schon gesagt, da schmeiße ich halt dementsprechend pro Tag nicht so viel rein, sondern nur so viel, wie sie am Tag fressen. Und dann sind die ein bisschen sparsamer, was das angeht.
So, Strom haben wir. Geht da, naja, Blinker geht, wobei hier geht's, naja, müssen wir mal richten, da ist der Blinker irgendwie auf dem Bremslicht drauf, aber für meinen Kilometer jetzt tut es schon dabei, vielleicht ist ja irgendwo Wasser reingekommen. So. Die Klappe muss ich noch zumachen auf der Seite, aber ich muss vorne eh noch anhalten, das Tor aufmachen. Also kein Problem. Und weiter geht's. So, dann fahren wir mal schnell rüber. Ist nicht weit weg. Maximal ein Kilometer mit dem Traktor zum Fahren, das ist ja das Schöne. Im Prinzip mein Nachbar und ein kleiner Bach ist halt einfach dazwischen. Das ist halt alles. So. Jetzt sind wir schon gleich da. Kleine Fahrt, wie schon gesagt, das war's. So, Heuballen sind aufgeladen. Jetzt fahren wir schnell heim. Ja, dann laden wir es wieder ab. Tun wir es gleich die Ziegen in die Raufe rein. Freuen Sie sicher.
So. Das Problem, was ich jetzt haben werde, ihr seht es schon hier überall, die Spuren. Ich glaube, das wird recht blöd, das aufzuladen. Wahrscheinlich versinke ich im Boden. Muss einmal schauen. Also das wird, wir haben total den matschigen Boden. Das werdet ihr wahrscheinlich auch haben, aber mir extrem durch den Moosgrund. Da muss ich mal schauen, wie ich das abladen mache. Ich habe jetzt meinen Traktor angehängt lassen. Vielleicht kippe ich es einfach runter mit dem Kipper, dass ich es runterfallen lasse. Machen wir da jetzt nochmal das Tor wieder zu. Vielleicht kippe ich es einfach runter. Dann links schon mehr am Boden, dann kann man es vielleicht leichter aufheben. Das geht natürlich einfacher, wenn jetzt der Boden gefroren wäre. Da, ja, ich hoffe, es geht gut. Schauen wir mal. Wahrscheinlich werden wir einsinken und nicht weiterkommen. So. Ja, die Heuraufe ist leer. Das Zelt ist halb voll. Ja, das Problem ist echt hier, ich bin gerade hier entlang gefahren und echt alles matschig. Und jetzt hier, hier sieht man auch, was das für Barz ist. Hier bin ich gleich komplett versunken. Ja, schauen wir mal, wie das jetzt wird, das Abladen. So viel zu dem Thema, warum ich eine Walze brauche im Frühjahr. Genau aus dem Grund, weil ich im Winter oder in der nassen Jahreszeit wie jetzt alles zusammenfahre. Das ist hier brutal bei mir draußen. Alles ist nass, alles ist matschig und der Boden ist einfach nicht fest. Ich weiß nicht, schreibt mir mal, wie das bei euch ist. Ist das bei euch jetzt, wenn ihr keinen Moosgrund habt, eine normale Wiese oder was, oder einen normalen Garten oder wo, ist das bei euch auch so dermaßen matschig, dass richtig das Wasser drin steht? So glitsch, platsch, da man geht rum. Ist das bei euch auch so oder sagt ihr, ich habt einen festen Boden, weil wir kennen das gar nicht. So, schauen wir mal. Blühen wir mal in Myanmar vor, weil es doch recht kalt ist. In Myanmar ist nämlich auch schon das Problem, dass Batterie langsam einen Geist aufgibt. Da werden wir bald eine neue Batterie reinmachen müssen. Aber er springt doch super an. So, dann brauchen wir das Heckgewicht. Dann müssen wir vorfahren. Das ist mein Heckgewicht vom Myanmar. Das Schöne ist, ich brauche jetzt bloß da entlangfahren, einhängen, fertig. Ist aber jetzt ein kleines Gewicht, kein so riesengroßes. Das Gewicht wiegt vielleicht, ja, 80, 90 Kilo. Das plankt man aber für den Myanmar, die 80, 90 Kilo. So, jetzt muss ich mal die Schaufel dabei abstellen, das machen wir da drin. So.
Wenn man hier mal nicht gescheit einhängt, dann macht das nichts, dann kann man das leicht reinheben. Das ist da kein Problem bei dem Frontlader. So, ein Frontlader vom großen Bulldog ist da natürlich schon was anderes. Der wiegt ein bisschen mehr. So. Gefragt worden, war es im letzten Video, wo ich das Heu abgeladen habe, warum ich das hinten nicht das schaffe, dass ich keinen so viel auflade. Das geht ganz einfach, ich habe die ganzen Reifen hinten mit Frostschutz gefüllt. Also ich habe hier komplett Frostschutz, sprich Wasser und Frostschutz drin und natürlich hinten das Heckgewicht auch noch. Das letzte Mal war es eben kein Heckgewicht, da war es ja der Häcksler. Jetzt ist das Heckgewicht. So, dann laden wir es mal ab. Schauen wir mal, wie wir einsinken hier. Ich glaube, die werde ich abmachen müssen, aber schauen wir mal. Aua. Geht so nicht. Soll ich es aufstellen oder bin ich so rein, wie meinst du? So kriege ich die Folie nicht runter. Runter. Ich geh von hier an, warte mal. Ja, du musst da zu mir. Ah! Ist feucht. Na, darüber, zu dir. Das ist nicht so einfach. So, und jetzt runter. Schiebst du noch ein Stück vor? Noch ein Stück vorschieben, bitte. Danke. Mit zweiten Stämmen zählt dabei rein. Thank you.
Hat ja gut hingehaut. Besser als erwartet. Heuballen sind drin. Jawohl. Ja, man fährt schon ein bisschen die Wiese zusammen, wie man sieht. Also sind schon jetzt überall Spuren drin, aber er sinkt nicht so schnell ein wie der Große. Da sinkt der Große schon mehr ein als der Kleine hier. So. So, gut. Das war's wieder. Jetzt muss ich mal im Motor reinschauen. Das letzte Mal haben wir hier Mäuse drin gehabt. Aber da schaut es diesmal gut aus, dass sie keine Maus eingesiedelt haben. Das letzte Mal war hier richtig neben. Das letzte Mal war neben den Einspritzdüsen eine Maus drin und hat mal ein Kabel zerfressen. Das Kabel war, glaube ich, das Kabel von der Vorglühung, vom Vorglühen. Das muss ich natürlich irgendwann einmal wieder isolieren. Das Kabel ist noch dran, aber nicht mehr isoliert. gut. So, die Ziegen freuen sich jetzt über Heu. Ja, der Verena geht es momentan auch wieder besser. Wie man sieht, das mit dem Fuß. Es ist noch ein langer Weg hin, aber man kann schon wieder ein bisschen was tun, oder? Ja, das ist immer das Blöde hier mit dem Netz, die Netzgebundenen für uns zum Rausmachen. Ja, ich muss es abschneiden. Abschneiden? Ja. Jetzt habe ich natürlich den Ballen falsch reingetan, aber wenn ich 5 Zinken vorne dran habe, dann kann ich den Ballen nicht auf der Seite aufnehmen. Da müsste ich dann Zinken rausnehmen. Wenn 2 Zinken drin sind, geht das Ganze. Dann kann ich ihn auf der Seite auch einstechen. Aber mit 5 Zinken geht bloß von unten oder von oben einzustechen. Da ist allerdings wieder das Problem, dann das Netz wieder abzukriegen, wenn es in der Heuraufe drin sind, dass der Ballen drin ist. Ja, es sind alles so Kleinigkeiten, die man da beachten muss. So, aber den Ziegen schmeckt's. So, bei mir ist drin. Bei dir noch nicht? So, jetzt halt. So, jetzt dürft's wieder rumsauen. Räumen wir mal ein. Da ist der Schlüssel. Da ist der richtige Schlüssel. Dann räumen wir mal den Anhänger wieder auf. Ja. Stopp!
So, Armaturenbrett hat auch gehalten. Zumindest dabei. Ja, da machen wir dann im nächsten Teil weiter mit dem Armaturenbrett. Gott sei Dank habe ich noch nichts angefangen mit Kabel verlegen. Ansonsten würde es jetzt schlecht ausschauen. So. Gut, das war's wieder. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.